Ja, kann sein. Ich glaube, da war auch wirklich gerade das Internet weg bei dir. Nee, hatte ich direkt nach dem einen Kampf aufgesetzt. So, warte. Weiß ich, sieht man's nicht. Ich hoffe, dass man es halbwegs lesen kann. Das war der erste Manga. Kann ich auch nochmal so. Müsste man hoffentlich. Na gut, ich sag mal, ist eher was für Frauen. Aber ist tatsächlich ein echt guter Anime, gibt's aber leider nur auf Englisch mit japanischem Untertitel. Mit deutschem Untertitel. Genau, mit japanischem Untertitel. Auf der Seite, die ich dir mal gezeigt hatte, Kaya. Da kannst du dir den gucken. So zum Kaufen gibt es den leider nicht mehr. Aber die Mangas gibt es. Wobei ich immer noch auf Band 3 warte. Das habe ich vor 2 Jahren bestellt und das ist bis heute nicht angekommen. Ich glaube, es kommt auch nicht mehr. Leider. Also, ja. Muss ich mal gucken, dass ich mir das irgendwann mal wieder bestelle. Aber ich habe da noch einige Animes, einige Mangas, die noch gelesen werden müssen. Weil von dem Manga habe ich Band 1, 2, 4, 5. Ja, 4 und 5. 3 fehlt. Und dann gibt es natürlich noch mehr, noch weiterführende Bände. Die muss ich aber auch noch sammeln. Die habe ich auch noch nicht. Dann sammle ich zurzeit tatsächlich auch noch die Vampire Knight Reihe. Ist das mit Vampiren? Auch mega cool, gibt es auch ein Anime auch auf Deutsch. Aber leider nur 2 Staffeln. Die Bände gehen länger. Ja, stimmt. Dann die Snowblood Reihe, da habe ich ja den ersten Band von. Wobei das wirklich eher was für Erwachsene ist. Was habe ich denn da noch? Warte mal. 7 Ghosts habe ich noch. Da habe ich, glaube ich, die ersten 2 Bände. Dann Seraphs of the End habe ich noch. Da habe ich, glaube ich, auch nur den ersten Band stehen. Und Iona. Iona habe ich da auch noch stehen. Das sind bisher so die Bände. Also die Reihen, die ich habe. Aber alle nicht beendet. Am meisten habe ich, glaube ich, von Vampire Knight. Dann kommt, glaube ich, Kimi ni Todoku und Iona. So, The End habe ich mal als Anime gesehen. Ich finde den Anime richtig, richtig gut. Ich habe den in einer Nacht habe ich den durchgeguckt. Ich konnte nämlich mal nicht schlafen. Dachte, okay. Ist ein neuer Anime gerade, beziehungsweise war halt gerade auf Netflix neu. Und dachte so, gut, okay, schaust du dir den an. Und ich habe den innerhalb von einer Nacht 2 Staffeln durchgesuchtet. Also wirklich gesuchtet, weil ich konnte nicht mehr aufhören zu gucken. Ich fand den so geil, den Anime. Vor allem, ich bin halt auch so ein übelster Vampir-Fan, ne? Bei einer Nacht ist schon sportlich. Ja, wie gesagt, ich konnte halt echt nicht pennen. Ich glaube, ich habe um 21 Uhr angefangen und um 4, 5, 6 Uhr morgens war ich fertig. Ich weiß nicht mehr genau, wie spät es dann war. Zu spät auf jeden Fall. Also das dauert ja Ewigkeiten, bis ich hier weiterkomme. Respekt. Das passiert halt, wenn man nicht pennen kann, ne? Also. Ja. Okay, Eule taucht auf. Ich höre auch Eule. Da! Es gibt einen Flügel! Es gibt Flügel! Aber wie komme ich da hin? Komme ich da hin? Oh Scheiße, wie komme ich da hin? Kommt man nicht hin.
Ohne Scheiß, da kommt man tatsächlich nicht. Doch, von hier. Oh, es gibt Flügelchen. Engelsflügelchen. Oh Gott. Warte mal. Das passt jetzt gerade. Ich glaube, zu dem Outfit von Rinvel passt das, glaube ich, gerade mega gut. Weil das sind nur so kleine Flügelchen und dann hat sie Doppelflügel. Dann hat sie halt Doppelflügel und das ist nicht so überragend wie diese Dinger hier. Weil die sind halt echt mega groß. Und da kann man nicht jeden Charakter mit bestücken. Und die kleinen Engelsflügel sind halt perfekt eigentlich, ne? Ja, die, das da bleibt. Weil das passt halt zu ihr wegen der Eule und so. Hi. Jetzt spring ich einfach in die Mobs rein. Eigentlich können dann hier die Gegner leisten, so wie du sie zerlegst. Wenn ich noch an vor einigen Spielstunden denke, wo die Gegner mich zerlegt haben, ist das eigentlich noch recht harmlos. So, aber wir haben Eule gefunden. Eule gefunden ist super. Daran überdenken. Doch. Gebiet ist aber echt mega groß. Aber man kann ja auch wieder angeln. Wir müssen sowieso später nochmal in alle Gebiete zurück. Ach, das ist das Ding, wo ich schon drin war. Ich blöde. Los. Hier runter. Aber die Gegenden sind halt so wunderschön in diesem Spiel. Da wünschte man sich fast, da selber mal so durchzugehen. Vor allem diese Gegend finde ich jetzt so schön. Hier ist herbstliche. Und ich habe irgendwie... Frag mich nicht, wieso. Ich habe ein Faible für rote Bäume. Ich möchte halt auch diesen... Ich glaube, roter Ahorn ist das. Diese roten Ahornbüsche. Die hätte ich so gerne. Ich freue mich auch schon richtig. Ich kriege im Vorgarten... Ich habe vorher so ein bisschen breit gelabert. Dass ich da halt so einen kleinen asiatischen Garten hinmachen kann. Halt einfach nur so für mich. Wo ich dann halt auch so eine extra Leseecke habe. Wo auch der Hund nicht hinkommt. Wir machen dann auch noch so einen kleinen japanischen Zaun dahin und alles. Dann vielleicht auch mit so einem kleinen Bächlein. Mal gucken. Und dann halt auch mit den roten Büschen und ganz viel japanischem Zeugs da. Und darum kümmere ich mich dann tatsächlich sogar mal. Das wird dann halt so der Teil des Gartens, um den ich mich kümmere. Den Rest kann Frosches für sich nutzen, wie er lustig ist. Wahrscheinlich für Beete und ne, dein ganzes Selbstversorger-Dasein. Und ich krieg dann halt mein kleines, süßes, japanisches Gärtchen vorne.
zur Straße hin. Ein Plättchen nur für mich. Quasi. Wofür? Also, ja. Ja, wo ich mich dann halt auch wirklich einfach mal hinsetzen kann, lesen kann. Ich habe da fast den ganzen Tag über Sonne. Also wirklich fast den ganzen Tag über. Ja, das wird toll. Da freue ich mich drauf. Wird allerdings noch ein bisschen dauern. Erstmal müssen wir uns um die Gartenhecke kümmern. Will ein Foto sehen. Sehr gerne. Weil ich bin halt so ein Mensch, ich lese halt unheimlich gerne draußen. Und meistens vergesse ich dann halt auch voll die Zeit. Wenn ich draußen lese, dann meist mit so einem Gläschen Wein. Selbst im Winter lese ich draußen. Denn ja immer schön eingemummelt. Och ja, das wird schön. Ich freue mich drauf. Dann scheißt dir der Vogel aufs Buch. Ja, aufs Buch wäre ärgerlich. Dann lieber auf den Kopf. Aber soll Vogelshit nicht Glück bringen? Sagt man das nicht so? Ich bleib einfach mal. Das ist gelogen. Schon ausprobiert? Lol, ich stand einfach mal die Hälfte des Kampfes so da und hab nichts gemacht. Kommt drauf an, wo er landet. Ja. Das werden wir nie erfahren. Wo er landet. Dauert also wieder so eine halbe Ewigkeit, bis es mit der Story weitergeht. Level. Okay. Das heißt, wir haben die Monster schon um 1 bis 2 Level überholt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da unten kann ich angeln. Also ich würde dann Richtung Bett starten. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken. Für ein Spiel eine gute Nacht. Danke für das tolle Zwischenschreiben. Schlaf schön. Und ja, dir einen tollen Wochenstart. Schön, dass du da warst. Ich würde dich gerne gerade ordentlich verabschieden, aber ich muss leider gerade kämpfen. Nee. Mit ihrer fetten Eiskeule. Ich freue mich auf jeden Fall, was Schönes. Feueralarm! So. Wir gehen einmal zur Angelstelle. Ich werde mal das Angeln nochmal versuchen. Vielleicht gibt es hier einen anderen Fisch. Das sieht aber nicht gut aus, das Wasser. Okay.
Nein. Nein. Warum kommt er denn jetzt immer mit AT? Sonst ist es ja B. So, diesmal habe ich ihn. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ach, komm schon. Und plötzlich sind ganz andere Tastenkombinationen, ey. Nein, 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 nein. Jo. Nein! Ach, komm schon. Was ist das denn für Fische? Habe ich ihn gefangen. Seltenheit. Smaragdfarbener Lachs. Ja, sehr geil. Deswegen war der so schwer. War eine andere Fischart. Okay. Danke, Mappa. Ja, eigentlich wollten wir zusammen zocken. Aber Kaya ist doch etwas sehr müde. Deswegen verschieben wir das. Und ich zock dann nachher einfach. Allein Lotro. Beziehungsweise gleich. Gleich zock ich Lotro. Nur erstmal will ich einen guten Platz haben zum Feierabend machen. Wobei, vielleicht auch noch ein bisschen Story. Mal gucken. Ich habe einfach mal so gar kein Geld bekommen. Okay. Ich will einmal kurz speichern. Das folgende Tier ist erwachsen geworden. Neue Tiere können jetzt aufgezogen werden. Pferd. Wie aufziehen. Futter wählen. Nein. Aber das Schwein verkaufe ich auch sonstweise mal komplett. Kriegen wir hoffentlich relativ schnell wieder rein.
Wir müssen auch unbedingt mal wieder Aufträge erfüllen. Autsch. Hallo Luna. So, wir machen aber hier die Dampfkartoffeln. Und wir reden einmal mit Lo. Ja, mezurashiku tanren wo shite inai kara hara demo itai no ka to. Ano na, ore datte betsu ni shirokuji chuu tanren shite ru wake ja nee yo. So ka? Hima sae areba yatteru ki ga suru ga na. Sore wa tsuyoku naritai in da kara shouga nai daro. Ah, tada たまには筋肉に休みを作れって親父に言われたから。ジルファに？ガキの頃さ。ガキだから親父が帰ってくると単純に嬉しくて。だからひっついていろいろ教わろうとしたんだ。その時言われた。熱心なのはいいが、がむしゃらにはなるな。お前が勉学を休みたい時があるように、お前の体が鍛錬を休みたい時もあるもんだってさ。 自分は休むことなんて忘れたみたいに突っ走っておいて、よく言ったもんだよな。ジルファらしいな。別にしんみりするところじゃねえって。ただ、親父は突っ走ることの怖さを教えようとしたのかもな。それともこれって、俺が勝手に解釈してるだけなのかな。もっといろんなこと聞いとけよかったな。 Weil die Verbindung zu Law. Drückt er doch schon den Finger noch so ein bisschen weiter zu machen, ne? Guck nur, ob da jetzt gleich noch mal ein bisschen Story kommt oder. Beziehungsweise, ob wir richtig sind oder nicht. Das wäre jetzt zumindest mal sehr interessant zu wissen. Ja. Verborgene Werft, ja. Das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Odoroitana. Hontoni Chikano Minatoda. Fune moar. Danosin Bakka. Okay. Kokode Hataraka Saretanoka. Aumedora no Koto Tazenete Mio. Kraftschmankerl. Gut, dann geht's hier also dann direkt mit dem Schiffchen weiter. Gut. Ja, ich befürchte, dass wir dann auf See wieder irgendwas erleben. Deswegen. Oh. Oder machen wir noch ein bisschen. Zwickt mich jetzt halt so in den Fingern, ne? Zwickt mich halt echt in den Fingern. Weitermachen oder nicht, das ist hier die Frage. Okay, dann meine ich eine halbe Stunde weiter und danach machen wir aber wirklich Lotro. Auf Lotro habe ich nämlich auch Bock. スルドな、ここに来なかったか。もういねえよ。ゾロゾロ手下と一緒にやってきて、自分の船に乗り込んで出て行っちまった。こちとらぶっ殺されるんじゃないかとヒヤヒヤしたぜ。くそ、間に合わなかったか。奴らを追いたいのか。だったら船を出すぜ。あんた、船を扱えるのか。ずっと光目にこき使われてばかりだったけどな。一通りのことはできるよ。
どんな危険があるかもわからない。船だけ提供してもらった方がいい。おいおい、あんたらがどれだけ強いか知らんが、船ってもんはそんな甘くねえぞ。素人が操ってみろ。港から出る前に沈没しちまう。時間が惜しい。お願いしよう。よし、来た。俺はマハバル。準備しておくから声かけてくれ。生まれて初めて自分の意思で操船してるんだぜ。こんな日が来るなんて思ってもみなかった。ありがとうよ。礼を言うのはこっちだ。追いつけそうか。あちらの船はバカでかい分足が遅い。キスムジックメンダーコンタ空っぽで船足が軽い。行き先にもよるが、なあ、なんとかなるだろう。スルドの船にもダナ人が乗っているのか。どうかな。なんでもあの船はスルドの2番目の城だって言うし、城にはダナ人は入れないしな。まあレナ人だけであんなデカブツ扱いきれるか怪しいもんだが、何せよ追いつくまでしばらくかかる。それまで好きに過ごしててくれ。海に落ちなさんなよ。Der Kopf hat sich aufgelöst, da toll. 好きに過ごせと言われても、船の上じゃすることがない。Warte mal, perfekte Schifffahrt. Ein Schifffahrt ist lustig, ja. Ich weiß es nicht, ich werde dich nicht jetzt. Das ist wie Sandspalast dafür. Warte mal, aber eigentlich müsste ich dafür dann auch das andere ändern, ne? Die Hörner einmal wegmachen. Komm, nehmen wir die Strandfrisur. Entfernen. Merkt man, dass ich meinen Spaß habe? Tascar. Hasimete Karaguria oder Toki. Sekai, den Nante Hirin, Date Motte. Oder nur Karaguria no Kabeo. Sono Miko, Mita Toki. Es sieht aus wie ein zu groß gerates Kindergartenkind. Also an sich sieht es nicht schlecht aus, aber irgendwie so zur Person passt es halt einfach nicht. So was ähnliches hatte ich damals auch. Ich auch einmal. Ich auch. So eine Sache, die ich auch. Ich hatte auch den wunderbaren Topfschnitt. Du hast dir einfach nur einen Topf aufgesetzt, einmal drumherum geschnitten und so ähnlich sah man da noch aus. Hat einer Bock auf Hühnchen? Auf ein schneidiges Hühnchen? Sieht aus wie geleckt, ey. Ich glaube, ich habe einen Schmerz.
Ich würde jetzt gerne alle mal so in dem... Ja, sobald wir sie wieder in der Gruppe haben, machen wir mal alle das Strandoutfit für die. Wobei sein Strandoutfit am schlimmsten aussieht. Für nur die Motorschule. Ja, ist echt so. Ist echt so. なんとか顔を合わせた程度だ。レネギス。ああ、しん。今事情で起きていることはどこまで知られているんだろう。全て把握されていると思うべきだろう。成果の理由は不明だが、あるいはこれもスルドブリガの一環とみなされているのか。アウメドラもやったこともか。これまでもあんなことが当たり前に繰り返されてきたのか。 私が知る限りではない。スルドブリガは精霊力の量を競い合う。そのためには奴隷の存在が欠かせない。乱に殺せば勝利が遠のくだけだ。ならアウメドラはどうしてあんなことをしたんだ。さてな、スルドブリガの終わりが近いと見て勝負に出たか、労働よりずっと手っ取り早く大量の精霊力が得られる。 その代わり大勢の奴隷を失うから後が続かないわけだが、人間が虚水化するほどの搾取は本来スルドブリガにあっては想定外だったはずだ。そんなにしてまでなりたいものなのか。レナの王というのは何といっても我々の頂点だからな。その意味では彼女の振る舞いも理解できる。やり口としては おぞましいこと好む上ないが、あんたからそう聞けてほっとするよ。メナンシアのことなら単に度胸が足りなかっただけかもしれないぞ。悲鳴を聞きたくなかっただけなら耳を塞ぐだけでもよかったはずだ。無理やり私を善人にしようとしているな。断っておくが、私はそんな上等な人間ではないぞ。だったらなぜあの死の湖にキサラの声に動揺したんだ。 なぜミキウダの願いのため同胞を相手に戦う、皆ダナ人じゃないか。そういう君はどうだ。見はぐされて何を見た。デダイムのあれは解放とは違う。自分に従わない者を敵とみなすのは300年間レナがやってきたのと何も変わらない。私が見たのはダナ人同士、レナ人同士の中にさえ 争いがあるという現実だ。メナンシアのレナとダナの真の共存、努力はするつもりだが、その壁は高い。できないと思っているのか。君はできると思っているのだな。俺たちは敵か。少なくとも剣を交えてはいないな。それじゃ不足か。何を無邪気な。まあいい、しばしは付き合おう。 So, die beiden sind so richtige Laberschwestern, ne? Die können sich beide einen Ast ans Bein labern. Mann, 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 Mann. Und sie sehen krank. Ganz gewaltig, seekrank. Bin mir mal eben nur Whisky holen. Mach das, Mappa. ああ。だが、ニズに会ったのはそれだけじゃない。デダイムだな。 レナの支配に対する怒り、それが俺の戦いの始まりだった。レナは悪、最初はそれでよかった。だがシオンやメナンシアの人々を見るうち、だんだんわからなくなった。そしてダナにもデダイムのような男がいた。ダナだから正しい、レナだから悪い。所詮虐げられた側の思い込みでしかないのかもしれない。
レナの支配は許せない。だがどちらにもいろいろいる。少なくともそれが俺の見てきた真実だ。仮にデダイムがもっとまともな人間だったとしても、300年の支配から逃れられるかもしれない。そんな誘惑を前にダナ人が冷静でいるのは難しかった気がする。私がメナンシアで理想に飛びついたのも根は同じことだ。少なくともティオハリムに悪意はなかったんだ。罠として仕掛けたアウメドラとは違うだろう。私が言っているのは受け止める側の問題だ。私たちはあまりに、リンウェルから聞いたのだが、レナの侵略を受ける前はダナ人自身が支配するものとされるものに分かれていたそうだ。デダイムの態度はまさに支配するもののそれだった。バエフォンの話じゃ彼も最初は違ったらしい。それが支配者と戦い続けるうちに変節してしまった。レナの支配を倒しても結局そこに戻るだけなのだとしたら、この戦いの意味とは何なのだろうな。キサラが追い求める理想郷はそれとは違うだろう。だといいのだがな。今のところ正直雲をつかむような気分だ。あんたには御宮田の意志がある。故郷のメナンシアの人たちだっている。そうだな。兄さんの信じた共存の夢、今も信じている人々、それにお前たちもいる。俺たち？お前とシオンだ。どういう意味だ？変なことを言ったか。今の私にとって一番身近なダナとレナが共存している例なのだが。言い争いしかした覚えがないぞ。案外そういうところに答えがあるのかもしれない。そういうキサラこそ。と酔いが戻ったようだ。すまないが少し休ませてもらう。Was sind sie alle am Labern? Und wir haben nur mindestens zwei Gespräche. Sogar ein automatisches. Loa, daijoubu kana? Kini naru nara, chokusetsu hanashite miru to ii.それと謝らないとだよね。アルフェンたちにも。俺たちにも？だって私ずっと嘘ついてたんだよ。敵討ちのことしか本当は考えてなくて、でも一緒に戦ってるようなふりをして。誰だって人に言えない事情の一つくらいある。それにリンベルの力には随分助けられてきた。あれは不利なんかじゃなかったはずだ。そういう意味じゃなくて。分かってる。アウメドラのことだろ。やっぱり憎いよ。あいつのことを考えるだけで頭の中が燃えるみたいになる。でも今はそのたびにローのあの顔が浮かぶんだ。親の仇のスルドを憎んで、その仲間のレナ人を憎んで、それなのにシスロディアじゃダナ人同士が疑い合って、ミハグサールじゃデダイムみたいなのがいて、ローやシオンがいて、もう何が何だかわからない。ローはアウメドラを許せと言ったわけじゃない。大切な人を殺した相手が憎いのは当然だ。ただただあいつは父親への怒りで故郷を離れた。そのせいで父親とジルファと和解の言葉を交わせないまま死に別れたとあいつは思っている。
多分その気持ちは仇のガナベルトを倒しても晴れることはなかったんだ。あいつは勢いに流されて何かをすることの怖さを知っているんだ。怖さ。アウメドラのことはリンウェル自身が決めるしかないし、俺はそれを尊重したい。だがとにかくよく考えるといい。時間はまだある。うん、ありがとう。ねえ、私あの時シオンに怒られたような気がした。本当にそれしかないのか、もっと周りに目を向けてみろって。でもそういう彼女はどうなんだろう。シオンには何があるのかな。それはよく知らないんだ。あまり自分のことを話さないし。憎しみは力をくれるって何がそんなこと言わせたのかな。ずっと誰かと手も握れないのってどんな感じなんだろう。Die Musik. Hallo Shion. Ein Gespräch nach dem anderen.Warum wollt ihr noch mal weiter spielen? Aumedara no fune o sagashite iru no ka? Umi o mite ita no yo. Umi o? So. Nami o omoikaeshi nagara. Sisrodia no tsumetaku shiroi mine.BB-Mappa. Alles gut. Er hast nicht viel verpasst. Kumpel? Was meinst du?二度とスルドブリガが起きないようにしたとして、それでどうなるんだろう。ダナとレナは。あなたはどう思うの。俺はメナンシアで見た可能性を信じたい。いつまでもこんな争いが続くのは馬鹿げている。あの国でできるなら他でもできるはずだ。そうね、私もそうなればいいと思う。そう思えるようになった。ずいぶん変わったな。正直に言うと、最初はダナ人を見下していたのは事実よ。でもここまでの間に見てきたいろんなもの、醜いもの、嫌なものもたくさんあったけど、それは必ずしもダナのものばかりじゃなかった。そしていいもののすべてがレナのものでもなかった。気高さ、残酷さ、そこに種族は関係なかった。そうね、私は変わったかもしれない。こんな風に自分から誰かに触れようとしたこともなかった。シオン、レネギスにいた頃から私はずっと一人、ダナに降りてからもずっと
今もか。Naja, für sie ist doch was Besonderes, wenn man nie jemanden anfassen darf. Kann. Modori so na kankaku wa aru nda na. Kamen ga jama shiteru rashii. Kiyoku ga modoreba, sono kamen no shoutai mo wakaru kamoshirenai. So omou to hiniku ne. Ich glaube, sie wäre auch höflicher, wenn sie das dürfte. Wenn sie nicht über Stromschläge verteilen würde. Ich warte immer noch auf die Romanze, ne? Shion no hou wa ibara ga tokeru made mou hitoiki da na. Surudo wa ato futari da. Sono master koa na te ni hairu. Ich hoffe, es kommt mal wieder eine Romanze in Tales. Dekiru ndaro? Sou sureba ibara mo. Shion. Gomen nasai. Nan demo nai wa. Ich hoffe auch. So, ne. Gut, dann hoffe ich ja wenigstens nicht alleine. Ich meine, es gibt so viele Momente, wo man sich einfach denkt, Alter, leg es dazu, mach doch einfach mal. So. Einfach so gut zu dem, ja, ist so. Von so eine schöne Tales of Romance, das wäre doch mal wieder was. Ich war in Vesperia schon enttäuscht, dass da keiner kein Pussy Pussy gab. Mann! Und jetzt auf dem Phone, der kannst du nicht. Das... Nein. Nein. Nein, das war Kindergarten. Ja, wir wollen uns ausruhen. Ich meine, das ist so ein süßes Pärchen. Das wird einfach... Wäre so schön. Das ist Symphonie so semi, ja. Das... Ja, es war irgendwo... Aber es war halt auch nicht richtig. Also... Ist das hier ein bisschen cute. Ich habe es, aber ich kenne es noch nicht. Ich habe es noch nicht gespielt, leider. あれか。でかいな。ロ、みんなを集めてくれ。気づかれずに横付けできるか。ああ、幸い容疑が出ているからな。あとは音で気づかれなければってとこだ。Tales of the Abyss gehört auch mit zur Reihe, aber jedes Tales of ist in sich geschlossen, also ähnlich wie Final Fantasy. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wie Tales of Symphonia zum Beispiel im zweiten Teil. Der aber nicht gut ist. Ich weiß nicht, welcher Tales of hat der noch einen zweiten Teil? Ich glaube Tales of Xillia, aber ich weiß nicht, ob der zweite zum ersten mit dazu gehört. Oh, da fragst du was. Zu viele. Zu viele. Also ich besitze eine Tour. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 6. Ich glaube, 8 Teile besitze ich. Es gibt aber noch mehr auf DS und Game Boy und was weiß ich. Also noch viel, viel mehr Teile. Aber 8 Teile besitze ich. Tales of Vesperia spielt 1000 Jahre nach Vesperia. Ja gut, stimmt. 20 plus Teile, ja. Und ähnlich, oder halt wie bei Final Fantasy, alles in sich geschlossen. Alles eigene Geschichte. Deswegen kann man den Teil jetzt halt auch spielen, ohne dass du zum Beispiel Symphonia gespielt haben musst. Oder Vesperia, oder... Ne? Mobile Festung Gradia. Ich hoffe, ich darf noch speichern, bevor ich da jetzt gleich durchmarschieren darf. Beziehungsweise beim nächsten Mal durchmarschieren darf. Ich will jetzt nämlich bald mit Lotro weitermachen. Mitglieder, die deine Gruppe verlassen haben, sind zurückgekehrt. Sehr schön. So, und weil wir uns ja eben... Wow, weil wir uns ja eben drüber unterhalten haben, dass wir denen jetzt mal hier kleines, ne?
Wir wollen jetzt mal ich meine, wir hatten eben drüber geredet, ne? Bitte bedenkt das. So. Wobei, Zeit ist halt so schlimm, ey. Jetzt gibt es seit den 90ern. Ich glaube, 25 Jahre jetzt, ne? Also zumindest hatten sie das 25. Jubiläum. Oder? Oder irre ich mich? Oder habe ich das wieder falsch in Erinnerung? Warte mal, ich habe vergessen hier. Das sieht so Panne aus! Es sieht echt so Panne aus! Der kann. Nee, ist so. Ist echt so, ey. Wie der Ken von Papi. Ja. Aber wirklich. Was machst du da? Ich ziehe meine Leute um, weil wir uns gerade drüber unterhalten hatten. Dass da wir ja jetzt auf dem Wasser sind und auf dem Schiff sind, dass wir die Outfits mal ein bisschen anpassen. Einfach nur, weil wir es können und, ne? Weil wir es können. Ja. Ja, so ähnlich, Mira, so ähnlich. So, was ändert sich hier jetzt? Hier ändert sich gar nichts, aber okay, gut. Ich werde dich mehr. Okay. Ist jetzt noch mit der Besten erwischt, ey. Das geht gar nicht. Die Frauen sind echt doch gut davon weggekommen, ne? Die Frauen sind echt gut bei weggekommen. Das geht nicht, Mappa. Das geht einfach. Das sind nicht mal große Betten. Die können mal so einen Vertrag. Ja, das auch. Trank des Lebens, sehr gut. Na komm, einen Kampf machen wir im Bademode noch. Danach wechseln wir zu Lotro. Hallo. Der Typ geht gar nicht. Was haben die sich bei Dua Lim eigentlich gedacht, ey? Dachten sie, oh ja, geil. Wir gehen die Seite dafür. Die Frauen gehen halt, ne? Die Frauen gehen. Aber die viel falsch machen. Die Trommel kann man nicht ernst nehmen. Nee, kann man auch nicht. Ey, aber ich hab für die Packs bezahlt, also, ne? Wir wollen sie auch mal nutzen. So peinlich wie es aussieht, wir wollen sie mal nutzen. Jetzt ist halt echt voll in Ordnung. Warum es passt mit dem Katzenstil. Aber ich. Ja, weil es so sehr schöner ist wie die hier.
Ja, die haben halt andere Geschmäcker als wir, ne? Wie gesagt, die Frauen finde ich halt gar nicht mal schlecht. Da finde ich die Outfits echt okay. Ich frage mich zwar so ein bisschen, warum die Jäckchen dazu trägt, aber gut, sei mal dahingestellt. Aber Dua Lim! Die kann ich, beim besten Willen, die kann ich nicht ernst nehmen. Die kann ich echt nicht ernst nehmen. So, hier speichere ich aber. Nein! Speichern! Ach so. Sonst kommen wir nämlich heute gar nicht mehr zu Lotro. Ich glaube Dienstag. Wenn nichts dazwischen kommt, geht's weiter mit Held. Mal Dienstag. Nein? Auch wenn ich es jetzt schweren Herzens verlassen muss, aber. Klappe. Darf ich nicht. Aus.強く生きるため弱さを隠して恐れずに挑みから始まる